Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Thinking City. Und ich habe mich wohl ein bisschen zu früh gefreut in der letzten Folge, zumindest am Ende. Es war halt doch nicht alles, aber ich glaube, er hatte halt bloß die zwei Aufträge noch. Ich weiß es nicht ganz genau. Sollten wir aber schnell hinter uns bringen. Ich habe die Orte auch schon markiert und ich bin bei dem anderen Nebenfall weitergekommen. Mein Gedanke mit dem am Schild gucken war gar nicht mal so verkehrt gewesen. Zumindest hatte ich das noch im Hinterkopf gehabt beim Krankenhaus. Ich habe bloß das falsche Schild gehabt. Bei der komischen Universität, da gibt es mehrere, wo einfach bloß University oben steht. Ich habe mir halt auch einen Kackort anscheinend ausgesucht. Hätte ich das bei anderen gesucht, hätte ich es wahrscheinlich eher gefunden. Oder schneller gefunden, was wir machen müssen. Ist also eigentlich ganz easy. Deswegen, ja. Wird das eine relativ kurze Geschichte, denke ich mal, werden. Also ich schätze mal, ein bis zwei Folgen maximal werden wir uns damit aufhalten. Und dann haben wir alle Nebenfälle, bis auf die zwei, die es halt erst nach dem Ende gibt, wo ich nochmal eine extra Folge mache. Und dann werden wir uns auf jeden Fall dem letzten Kapitel der Hauptstory schon mal widmen. So, Logbuch der Red Queen. Meine Männer planen eine Meuterei. Wenn ich an ihnen vorbeigehe, stecken sie ihre Köpfe zusammen. Ich werde nur noch mit Pistole schlafen. Der Koch erzählte mir von Dingen, die meine Männer im Nebel gesehen haben wollen. Alles nur abergläubischer Unfug. Wollen sie mich zum Narren halten? Ich habe mich in meiner Kajüte eingeschlossen und gesagt, dass ich jeden erschießen werde, der versucht, sich Zutritt zu verschaffen. Und was macht meine Mannschaft? Sie singt. Sind denn alle verrückt geworden? Ich kann mich nicht konzentrieren. Seit Stunden singen sie und werden immer lauter. Ich verstehe langsam. Blut, überall Blut. Sie ertränkt mich in Blut. Wow. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon alles... Also zumindest das Wichtigste. Oh Gott. Renne, Junge. Scheiße, aber noch ein Leichnam. Warte, ja, au. Kann ich den noch kurz? Nein, kann ich nicht. Aber, warte ganz kurz. Okay, ist grün. Also kein Weg, Alter, ich habe das Logbuch schon gefunden. Juhu. Ah. Heißt also, ich kann ganz gechillt. Die nächste, halt, bevor ich das vergesse. So. Na, Schnellreisestation ansteuern. Und, zum... Denke ich mal, letzten Logbuch. Kann ja auch sein, dass er noch mehr hat, aber die Dinger sind wenigstens einfach zu finden. Und wenn ich es richtig gesehen habe, müssen wir da, glaube ich, bloß eine Kiste finden. Nicht mal direkt ein Logbuch. Warte mal, ist das die richtige Richtung? Natürlich nicht. Alter. Achso, und was mir aufgefallen ist, das habe ich jetzt bloß gesehen, wo ich eigentlich die Aufnahme starten wollte. Im Vergleich zu... ich sag mal früheren Folgen hier, kann das gut sein, dass ich von der Facecam her doch ziemlich dunkel bin. Das Problem ist, es hat sich irgendwann mal die Kamera umgestellt. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte, aber könnte zumindest gut möglich sein. Es hat sich zumindest die Kamera umgestellt und ich, weiß leider die Grundeinstellung so gesehen nicht mehr. Die wurde da irgendwie vermurkst. Durch was auch immer. So sehe ich halt leider ein wenig düster, sage ich mal, aus. Ich weiß nicht, ob das großartig auffällt. Könnte sein. Zumindest war ich sonst, glaube ich, immer ein bisschen heller gewesen. Außerdem ist mir aufgefallen, ich weiß jetzt nicht, ob das bloß an dem schwarzen Ding liegt oder so, dass ich ganz schön krisele. Aber da ich mich relativ klein mache, sollte das, glaube ich, nicht so auffällig sein. Ist aber schon trotzdem ein bisschen nervig und ich weiß halt nicht, woher es kommt. Weil sonst hast du immer das gehabt, du hast das Programm zur Kameraaufnahme gestartet. Das mache ich nicht direkt über die Kamera. Ich weiß auch gar nicht, ob ich damit direkt aufnehmen kann. Ich habe da jetzt gar nicht weiter geguckt. Ich habe das schon immer mit einem anderen Programm gemacht. Und da war es halt immer so, dass ich eigentlich nur den Weißabgleich einstellen muss. Ansonsten wäre ich nämlich blau. Und das hat sich dann schon gehabt. Aber halt die Empfindlichkeit und die Belichtung, weiß ich nicht, auf was die vorher stand. Weil wenn ich so einstelle, dann habe ich immer das Gefühl, ich mache mich zu hell. Das ist halt das Blöde. So, eine Kiste. Und der Karren hier war zumindest markiert. Also setzen wir jetzt mal... Warte mal kurz, kann ich hier auch... Geh doch mal hoch. Kann ich hier Oder war die Karre... War der Karren hier markiert? Ich habe doch gerade irgendein Symbol gesehen. Okay, war der. Wir müssen hier auf jeden Fall bloß eine Kiste finden, wenn ich es richtig gesehen habe. Kiste mit Aufschuss Skylard. Wolf Street. Okay, das kann hier über die ganze Straße sein. Sollte auf jeden Fall hier irgendwo rumliegen. Ne, da habe ich schon versucht reinzukommen. Das ging ja nicht. Er dance da oben. Auch cool. Einfach bloß...
War ich hier schon drin? In der Hütte? Weil ich weiß nicht, ob wir dann jetzt hier die Kiste finden oder ob die draußen ist. Warte mal, ich loot mal eine Runde. Okay, ich kann natürlich nicht mehr tragen, so wie immer. Er braucht auf jeden Fall einen größeren Rucksack. Was mich bloß... Die Tür gibt nicht nach. Okay, was mich bloß ein bisschen verwundert. Er hat am Anfang einen riesen Rucksack gehabt. Warum schleppt er den eigentlich nicht mit? Er könnte so viel neuen Scheiß da drin verstauen. Ich glaube, hier werden wir gar nicht fündig, oder? Das war bloß die Lootkiste. Also ich weiß halt nicht, ob es jetzt irgendwie hier drin ist oder so. Ich gehe mal oben gucken. Oder ob es wirklich bloß auf der Straße liegt. Also zumindest kommt der Ort mir bekannt vor. Problem ist dabei bloß, dass mir hier viele Orte bekannt vorkommen, da die ja... Okay, komme ich nicht durch. Da die auch anscheinend ganz gerne an gewissen Stellen gespart haben. Muss man leider so ehrlich sein. Okay, hier sehe ich aber auch keine Kiste. Hm? Nö. Naja, wer weiß. Wer weiß. Ich gehe mal wieder raus. Vielleicht liegt es auch wirklich auch bloß auf der Straße rum, das Zeug. Ich darf halt bloß nicht zu weit latschen. Aber zwischen Tower Street und... Was schon? Zwischen Tower Street und Glen Bay Street. Also es kann die ganze Straße sein. Aber hier sind wir schon wieder an der Ecke. Sollte es... Okay. Da gehe ich nochmal die andere Seite lang. Wenn ich hier jetzt keine... Kann ich hier rein? Nee, kann ich. Wenn ich jetzt hier keine Kiste weiter finden sollte, da ist, glaube ich, auch ein markiertes Gebäude. Dann gehe ich nochmal ins Haus rein. Dann muss es theoretisch da sein. Aber na gut. Oder es ist wieder so ein bestimmtes Gebäude, wo ich gar nicht reinkomme. Aha. Ja, okay, gut. Jo, hier gibt's Loot. Keine Ahnung, warum der schon... Oh! Warte mal, ist das jetzt der Ort oder war das die Kiste? Hä, was... Hallo, was willst du? Hallo! Hä? Willst du mich verarschen, Mann? Ich soll... Ah, hier. Jemand entlädt diesen. Au! Sag mal, seid ihr alle total bescheuert? Hab ich ihn jetzt nur? Was greifen die mich an? Sind die bekloppt? Bist du auch einer von denen? Ich weiß es nicht genau, aber er hat Kampfstellung. Ja, willst du mich verarschen? Jemand entlädt die Skylark. Vielleicht haben die Kerle auch das Logbuch. Okay, die kann ich ja jetzt schlecht fragen, ne? Oh. Ne, er hat bloß einen Wanderstock. Er hat keine Kiste. Warte, löden. Okay. Vielleicht sollte ich mich auch nochmal heilen. Nur vorsichtshalber. Kann ja sein, dass es jetzt hier zu einer großen Schießerei kommt und ich möchte halt von unserem guten Zeug nicht verballern. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig. Hier ist es doch, oder? Jo, Logbuch der Skylark. Ich habe die Kisten mit Maschinenteilen aufs Schiff bringen lassen. Die Ingenieure sind mir nicht ganz geheuer. Sie sehen eher wie Gangster aus. Das Wetter wird immer schlechter. Wir sind überladen und werden Oakmont nicht erreichen, bevor das Unwetter mit voller Härte zuschlägt. Ich gebe den Seemannen den Befehl, die Ladung zu sichern. Diese Bastarde haben das Feuer auf die Mannschaft eröffnet. Jetzt sind wir dem Untergang geweiht. Wie sollen wir das Unwetter mit lauter Verletzten an Bord überstehen? Kauli, rette uns. Ja, gut. Ja. Halt. Okay, gut. Ah ja, ja, mache ich nicht. Hast Glück gehabt. Du hast dich rechtzeitig zu Wort gemeldet, meine Gute. Pass auf. Ich werde mal ganz kurz noch hier... Hier. Okay, das war's schon. Kann ich noch... Könnte ich craften? Mache ich auch. So. Alle hol. Das ist sehr schön. Ne, kannst du ja nie wieder runternehmen. Ist alles gut. Ist alles gut, Madame. So, dann bloß noch zu dem Typen. Und damit müssten wir eigentlich... Halt, das nochmal löschen. Damit müssten wir eigentlich die Nebenmission theoretisch beendet haben. Und damit, glaube ich, auch
den letzten Anzug freigeschaltet haben. Wir werden mal gucken. Wird er mit Sicherheit eine Benachrichtigung kommen. Ich hoffe es zumindest. Denn dann, ja, wie schon angekündigt, werden wir uns bloß noch an die letzten historischen Erbe-Dinger machen und dann hinabsteigen in die Tiefen. Und bei meinen Recherchen, sage ich mal, in dem Fall habe ich auch gesehen, weil viele Seiten da gleich mit den Hauptfällen verbunden sind oder so. Ich habe da jetzt aber nicht weiter nachgeguckt. Habe ich aber auch gesehen, dass das wirklich die letzte Mission ist. Und dass wir, oder dass ich theoretisch auch hier alle Enden zeigen könnte. Weil so wie ich es verstanden habe, ist das nicht wirklich ausschlaggebend, wie ich mich, also nicht ganz krass ausschlaggebend, wie ich mich hier im sonstigen Spiel entscheide, sondern bloß wie ich mich am Ende entscheide. Aber ich glaube nicht, also ich glaube, ich werde eine von drei muss ich ja zeigen. Aber ich glaube nicht, dass ich die anderen nochmal irgendwie nachliefern werde. Außer ich habe total Langeweile und habe bis dahin, bin auch mit Judgment so gut dran und alles, dass bis die Folge kommt, ich das vielleicht nochmal ganz in einer ganz kurzen Extra-Folge, die vielleicht 10 Minuten oder so geht, mit den Enden mache, aber verlasst euch nicht unbedingt drauf. So, ich hab da alles, mein Jüder. Hier haben Sie das Logbuch der Skylark. Die Männer, die das Schiff entladen haben, waren nicht sonderlich erfreut, mich zu sehen. Entladen? Wollen Sie damit sagen, dass die Fracht das Unwetter unbeschadet überstanden hat? Da waren Kisten und bewaffnete Wachen. Vermutlich eine Bande hier aus der Stadt. Ich habe mich um die Kerle gekümmert, aber vielleicht sollten Sie dem Schiff lieber fernbleiben. Aber was ist mit der Ladung? Sie ist ein kleines Vermögen wert. Na, vielleicht haben Sie recht. Lieber auf den Profit verzichten, als im Gefängnis zu landen. Eine kluge Entscheidung. Hier, das Logbuch der Red Queen. Ich rate Ihnen, es besser nicht zu lesen. So schlimm? Mich interessiert nur die letzte Seite. Ist sie noch im Logbuch und lesbar? Ja, alle Seiten sind unversehrt. Sehr gut. Hier, wie versprochen, Ihre Belohnung, Mr. Reed. Da Sie nun alle Logbücher haben, können Sie mir vielleicht sagen, warum Sie ihnen so wichtig sind. Warum wollten Sie sie unbedingt haben? Ich schätze, Sie haben sich mein Vertrauen redlich verdient. Als ich mal hier in der Kneipe war, fiel mir im Suff eine brillante Geschäftsidee ein. Wir alle wissen um die stimulierende Wirkung des Alkohols für den Geist. Und wie lautete diese Geschäftsidee? Für ein paar Patronen habe ich verschollene Schiffe ihren Besitzern abgekauft. Das Datum in den Kaufverträgen stimmt nicht ganz. Aber wer kann das schon beweisen? Klingt eher nach einer sinnlosen Schnapsidee als nach einer brillanten Geschäftsidee. Irrtum, mein Freund. Die Logbücher werden mir bei den Versicherungen einen Batzen Geld einbringen, sobald ich zurück in Boston bin. Sie müssen die Logbücher als Beweis anerkennen. Nicht schlecht, Vince. Ein helles Köpfchen wie Sie kann es weit bringen. Ach, ich halte einfach nur immer die Augen nach neuen Gelegenheiten offen. Wenn Sie mal in Boston sind, geht die erste Runde auf mich. Alles Gute, mein Freund. Man sieht sich. Okay, so kann man Versicherung bescheißen auch nennen. Brillante Geschäftsidee, na gut. So, und Kleidung Fischer freigeschaltet. Damit müsste ich, glaube ich, alle Kleidungsstücke haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte gedacht, dass ich vielleicht eine Trophäe dafür kriege. Kann aber auch sein, dass sie es extra nicht gemacht haben, weil für ein Kleidungsstück brauchten wir ja ein DLC, eine DLC-Nebenaufgabe. Deswegen, ja. Vielleicht auch besser so. Das wäre sonst ziemlich fies gegenüber die, die nur in Anführungsstrichen das normale Spiel gekauft haben. So, halt, bevor ich hier wieder irgendwo rumstolper, wo ich nicht weiß wo, haben wir hier bloß noch unser historisches Erbe. Ich tue mal bloß so, als ob ich es auf die Karte setze, wie ich habe ja alle Dinger schon markiert. So, Erlöserkirche. Dann wollen wir da mal hin. Und die letzten vier verbleibenden, also ich glaube nicht, dass ich es in der Folge schaffe, weil ich weiß, wir müssen, also wie ich es jetzt gesehen habe, wieder mit unserem blauen Geschwurbeldings arbeiten, um da was zu rekonstruieren. Da glaube ich nicht, dass ich das jetzt in der Viertelstunde alles schaffe, ist aber glaube ich jetzt auch nicht so schlimm, oder? Möchte ich sagen. Ich hoffe, für euch ist es nicht so schlimm, da können wir dann halt in nächster Folge gleich in die Hauptmission starten. Und da sind wir vom Ende gar nicht so weit weg. Ich weiß zwar nicht, wie lang die einzelnen Schritte da sind, die wir machen müssen. Oder wie schwer das vielleicht teilweise wird. Aber könnte halt durchaus sein mit der Extra-Folge, dass wir vielleicht jetzt nur noch,
ich schätze mal, vielleicht 5, 6 oder so haben. Jo. So, und zwar, hier sehen wir es ja schon, das ist die einzigste Magie dahinter. Nicht ins Haus irgendwie reinwandern, sondern einfach bloß... Erlöserkirche, erbaut im Jahre 1667. Entsage dem Bösen und finde Erlösung in Gott, unserem Herrn. Und da ist das blaue Geschwurbel. So. Sie können hier nicht bauen. Der Ort ist verflucht. Verflucht, hören Sie. Der Himmel strafte die Carpenter. Gut. Dieser Ort soll unser Vermächtnis sein. Möge der Schrecken, der über die Carpenters kam, der Hoffnung weichen und der Vergessenheit anheimfallen. Esse quam videri. Okay, das war aber noch nicht alles. Aber wo ist denn jetzt das nächste? Hier trägt noch einer eine Kiste. Und ich wollte gerade sagen, ja gut, wenn es ganz schnell geht, dann schaffen wir es vielleicht ja doch noch, aber ich sehe das finale Geschwurbeldings nicht. Okay, gut, hier ist er raus. Vielleicht geht es hier auch weiter. Das war aber, ich weiß gar nicht, wo das genau war. Es wäre auch nett, wenn sie es ein bisschen begrenzen würden. Oder wenn ich zumindest aus der Ferne das hier sehen würde. In den Gebäuden ist das relativ einfach. Ich verstehe nicht, warum das hier nicht sichtbar ist. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, aber ich... Hä? Oh, warte mal, da hinten? Jo, hier hinten. Ich hoffe, es bleibt bei den drei, nicht, dass ich mich nochmal Ewigkeit durchsuchen muss. Machen Sie schon, Reverend. Ich bitte Sie inständig. Das Feuer hat mir alles genommen. Mein Heim, meine Familie. Sie müssen nicht jeden einzelnen gottverdammten Namen rezitieren. Ich muss herausfinden, was genau hier passiert ist. Ich kann jetzt nur raten, weil ich sehe da jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich einen Zusammenhang drin. Und ich habe ja gerade eher Aufnahme erst begonnen, also so much im Kopf kann ich noch nicht sein, glaube ich. So. Ich versuche es einfach mal so. Sie können hier nicht bauen. Gut. Dieser Ort soll unser Vermächtnis sein. Möge der Schrecken, der über die Carpenters kam, der Hoffnung weichen und der Vergessenheit anheimfallen. Kann auch sein, dass das zuerst ist. Ich weiß es nicht genau. Machen Sie schon, Reverend. Ich bitte Sie inständig. Das Feuer hat mir alles genommen. Mein Heim, meine Familie. Sie müssen nicht jeden einzelnen gottverdammten Namen rezitieren. Vor Jahrhunderten befand sich hier das alte Anwesen der Carpenters, bis es mitsamt einem Großteil der Familie einer Feuersbrunst zum Opfer fiel. Die Kirche wurde auf den Trümmern errichtet. Okay. Schick, schick. Haben wir das auch? Warte, und ich darf natürlich nicht vergessen, was ich ständig vergesse, das wegzunehmen. Wir gucken mal. Drei Sachen haben wir, glaube ich, noch. Jo, drei Sachen haben wir noch. Aber das Schöne ist, auch wenn wir jetzt die schöne Schnellreisefunktion hier immer nutzen, wo es dann immer ewig dauert, bis wir mal da sind. Da das ja das Letzte ist. Pass auf. Das ist ja relativ leicht zu lösen. Also wenn die Folge doch vielleicht ein bisschen länger werden sollte, ist glaube ich nicht schlimm, das war ja bei den letzten sowieso schon so, dann würde ich sagen, würde ich die ganzen Emissionen der Folge jetzt abschließen, auch wenn die Folge eventuell vielleicht bis zu 40 Minuten dauert und dass wir dann in der nächsten Folge gleich frisch in die Dings rein starten können, ne? In die letzte Hauptmission. Ist glaube ich schön angeordnet. So, jetzt haben wir hier den Fischmarkt. Der Fischmarkt, den Sie hier sehen, wurde von der großzügigen Familie Blackwood gefördert und von der ehrenwerten Familie Marsh aus Innsmouth betrieben. Okay, da haben wir schon unser Geschwurbel. Was ich aber ein bisschen nervig finde, ist ja gut und schön, dass wir uns dann nochmal die Dings anhören können, was die hier labern. Also ganz am Ende. Sie können uns nicht einfach umbringen. Das ist unser Markt.
Aber was halt ein bisschen nervig ist, wenn die Texte sehr lang sind, dass man die ganz am Ende nochmal... Als gute Christen geben wir den Flüchtlingen aus Innsmouth eine Chance, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und zwar hier auf dem Fischmarkt. Packt eure Sachen und geht. Machen Sie das nicht nochmal! Okay. Das wird wieder wahrscheinlich so ein Ding sein, wo ich nicht wirklich Zusammenhang sehe. Ich bin bloß froh, dass ich beim letzten Mal Glück hatte. Die Blackwoods werden die Innsmouther weiterhin unterstützen. Und wir gehen davon aus, dass die Familie Marsh ebenfalls Wort halten wird. Dann schauen wir uns das mal an. Oh, ich probier's mal hier mit. Die Blackwoods werden die Innsmouther weiterhin unterstützen. Und wir gehen Weil wenn davon ich hier aus, zum Beispiel markiere, wird er das auch abgebrochen. Aber das letzte müssen wir halt immer... Chance. Was soll das? Sie können uns nicht einfach umbringen. Das ist unser Markt. Hm. Okay, probier's mal andersrum. Einfach bloß, weil das letzte Geschwafel am kürzesten ist. Weißt du, wenn es halt kurz ist, ist es okay, aber wenn es halt zu lange dauert, ist halt nervig. Blackwoods werden die Innsmouther weiterhin unterstützen. Und wir gehen davon... Was soll das? Sie können uns nicht einfach umbringen. Das ist unser Markt. Hm. Okay, dann wird das wohl das erste sein. Was soll das? Sie können uns nicht einfach umbringen. Das ist unser Markt. Die Blackwoods werden Oder muss die es gar nicht. Weiterhin unterstützen. Und wir gehen davon aus, dass die Familie Marsh als gute Christen geben wir den Flüchtlingen aus Innsmouth eine Chance, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und zwar hier. Es dürfte eh falsch sein. Packt eure Sachen und geht. Mhm. Die Blackwoods werden die Innsmouther weiterhin la, unterstützen. La. Ja, das Geschwafel haben wir schon alles gehört. Als gute Christen geben wir den Flüchtlingen aus Innsmouth eine Chance, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und zwar das hier auf dem Fischmarkt. Das würde ich gerne skippen und gucken, ob es richtig ist. Und geht. Auch falsch, na toll. Als gute Christen geben wir den Flüchtlingen aus Innsmouth eine Chance. Was soll das? Sie können uns nicht einfach umbringen. Das ist Die Blackwoods werden die Innsmouther weiterhin unterstützen. Und wir gehen davon aus, dass die Familie Marsh ebenfalls Wort halten wird. Dank der Hilfe der Familie Blackwood, die eine Abmachung mit der Familie Marsh getroffen hatte, konnten die Innsmouther den Fischmarkt übernehmen. Wow. Oh, warte mal, Wissenspunkt, das war unser letzter, ne? Yeah. Wir brauchen keine Erfahrung mehr, wir sind komplett voll, glaube ich. Oder? Habe ich irgendwas übersehen? Hier haben wir auch alles. Hier haben wir auch alles. Cool. Okay, Schnellreise da drüben. Das Ding ist bei solchen Sachen, ich sollte es vielleicht nicht immer erwarten, aber bei solchen Sachen denke ich doch immer, dass ich zumindest ein Trophäe kriege, aber irgendwie, ja. Mag das Spiel nicht so viele Trophäen raushauen. Aber... Obwohl es mir bei dem Spiel jetzt ehrlich gesagt mittlerweile auch nicht mehr so drauf ankommt. Aber es ist halt wenigstens eine schöne kleine Anerkennung. Gut, das muss ich noch wegmachen, das weiß ich. St. Michael's Church, da finden wir das Ding auch. Und die Universität halt war das, wo ich dann selber noch mal ein bisschen suchen musste, bis ich das Schild gefunden habe. Ich dachte so, bin erst alle Orte abgegangen und halt die Uni als letztes, weil ich mir dachte... Ich war schon tausendmal an dem Schild und ja, das sah anders aus, wie die, wo wir die Sachen jetzt triggern konnten, aber, ne, ist trotzdem ein bisschen nervig. Aber, gut, ich weiß jetzt Gott sei Dank, wo es steht. Ist ziemlich mittig beim Brunnen übrigens, aber das werden wir uns ja gleich angucken. Ich finde es aber schön, dass hier wenigstens die Sachen, die wir besuchen müssen, sehr nah an den Schnellreisepunkten sind. Dass wir hier nicht Ewigkeiten suchen müssen halt. So, ach genau, war ja gleich hier vorne. Sankt Michaelis Kirche des brennenden Dornenbusches. Mögen dich die Flammen von deinen Sünden erlösen. Dann sehen wir uns das mal an. So, ganz kurz. Hier haben wir nichts. Das Gebiet ist ja hier auch recht weit, weil ich hoffe, ich kriege das jetzt gleich beim ersten Mal Nach wieder hin. Nach dem Tod werden die Flammen alles verzehren. Die Sünder werden brennen, doch die Rechtschaffenden werden in warmer Milch baden. Mit dem Feuer offenbart uns Kawil seine Liebe. Okay, wo sind jetzt die anderen Sachen? Ah,
heiligen Scheiterhaufen. Hol dich dem lodernden Kaul. Okay, normalerweise kann das bloß von unten nach oben sein. Eure Besitztümer oder? In Flammen. Ja. Eure Sünden werden ebenso brennen. Nährt den heiligen Scheiterhaufen. Machen wir. Okay. Dann wollen wir mal. Vermacht eure Besitztümer den. Also anders kann die Reihenfolge eigentlich gar nicht sein. Hol dich dem heiligen Scheiterhaufen. Das ist ja ziemlich sinnlos. Hier sehe ich wenigstens den Zusammenhang gleich. Nach dem Tod werden die Flammen alles verzehren. Ich gehe schon mal. Die Sünder werden brennen. Doch die Rechtschaffenden werden in warmer Milch baden. Mit dem Feuer offenbart uns Kawil seine Liebe. Mhm. Diese Feueranbeter sind ganz schön inbrünstig. Ich frage mich, welche Riten sie noch haben, um ihrer Flammengottheit zu huldigen. Okay. Na gut, was ich aber wieder vergessen habe, das war einmal hier. Das war einmal hier. Und das können wir eigentlich auch wegnehmen, weil hier gehen wir als nächstes hin. Und dann war es das mit der Nebenmission auch schon. Also ging dann doch relativ fix und war auch halt relativ einfach. Ich habe mich halt bloß angestellt, weil ich halt das letzte doofe Schild, ne, nicht richtig, oder ja, ein doofes Schild nicht richtig gefunden habe. Oder das falsche zumindest war. Freut mich aber ein bisschen auch selber für mich. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn man sich halt irgendwas vorgenommen hat und das geschafft hat, egal ob es in Spielen oder in Real Life, keine Ahnung, dass man sich doch selber vielleicht so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen kann. Ja, das, was du dir als Ziel gesteckt hast, hast du auch erreicht. Auch wenn es vielleicht vom Spiel nicht immer gewürdigt wird, wie mit den Klamotten zum Beispiel, wo ich dachte, da wird vielleicht noch was kommen. Wenn ich alle Nebenquests aber erfüllt habe, glaube ich, sollten wir trotzdem irgendwas kriegen. Und dann dürften eigentlich auch die aus der Dings nicht mit inbegriffen sein von dem DLC. Also, wir gucken einfach. In Gedenken an alle mutigen Forscher der Universität von Oakmont, die im Dienste der Wissenschaft ihr Leben ließen. So, wo haben wir denn? Nee, das sind... Doch, das sind... Ich dachte, das sind irgendwelche Lichter erst. Ich kann gegen diese Krankheit nichts ausrichten. Man sollte die Forschungsarbeit einstellen und dem Monolithen fernbleiben. Es ist die beste Lösung. Okay. Mr. Throckmorton interessiert es nicht, wie viele Leben es kosten wird. Sie müssen der Ursache für die Entstehung dieses Monolithen auf den Grund gehen. Also weiter. Das könnte die zwei sehen sein. Sehen Sie, Mr. Throckmorton. Das ist jetzt schon der dritte Monolith, der seit der Flut aus dem Boden geschossen ist. Glücklicherweise blieb die Universität größtenteils unbeschadet. Dann schauen wir uns das mal an. Sehen Sie, Mr. Okay. Throckmorton. Das ist jetzt schon der dritte Monolith, der seit der Flut aus dem Boden geschossen ist. Ich kann gegen diese Krankheit nichts ausrichten. Man sollte die Forschungsarbeit einstellen und dem Monolithen fernbleiben. Es ist die beste Lösung. Das wollte ich ja jetzt zwei machen. Scheiße, jetzt bin ich zu... Warte, probier ich gleich nochmal. Mr. Throckmorton interessiert es nicht, wie viele Leben es kosten wird. Sie müssen der Ursache für die Entstehung dieses Monolithen auf den Grund gehen. Also weiter. Throckmorton erforschte die Monolithen, die aus dem Boden schossen, nachdem die Flut auf Oakmont getroffen war. Er war wild entschlossen und nahm dabei auch Todesopfer in Kauf. Und da haben wir es. Historisches Erbe. Sehr schön. Und laut meiner Liste, warte mal kurz, ich kicke mal schnell drauf. Und wir haben es sogar geschafft, in normalen Folgengänge. Großzügige See habe ich jetzt abgeschlossen und historisches Erbe. Und es gibt halt wirklich bloß noch zwei, die sind aber im DLC, die können wir erst nach der Hauptstory machen. Zumindest habe ich jetzt auch keine anderen gefunden. Wow. Ich hoffe, ich tue bloß nochmal das Gesammelte weg, statt die Monolithen. Ihr kennt das Spielchen, ja, das haben wir auch. So, keine Nebenfälle, nur noch die Hauptstory. Ich kann ja vielleicht da schon mal hin. Achso, ich muss ins Hotel. Ja, ne, dann reisen wir ins Hotel und dann würde ich mich da verabschieden. Und ich weiß nicht genau, ob dann Zwischensequenz gleich kommt. Scheiße, wo ist denn jetzt der Schnellreisepunkt? Andere Seite natürlich. Ich weiß nicht, ob da... Wie gesagt. Ob da eine Zwischensequenz kommt, müsste aber eigentlich. Die hatten wir, glaube ich, bei... Eigentlich bei jedem Dings gehabt, glaube ich. Bei jedem neuen Hauptfall. Ja. Und vielleicht können wir... Vielleicht kann ich ja noch mal gucken, falls nicht gleich was kommt. Wann ist das Red Heights? Hier unten. Ob wir wirklich alle Klamotten haben. Kann ja sein, dass ich doch noch was übersehen habe. Aber an sich, ich hatte mir alle Nebenmissionen aufgeschrieben.
Es sollte eigentlich alles gewesen sein. Ich hoffe nicht, dass ich was vergessen habe. Es wäre ein bisschen blöd. Weil ich hatte es ja am Anfang, wo ich das am angefangen habe zu spielen, auch gesagt, ich möchte halt wirklich alles zeigen, was geht. Und gut, um alles zu zeigen, müsste ich halt wirklich alle drei Enden zeigen und auch wahrscheinlich an sich alle Trophäen sammeln. Aber werde ich, glaube ich, in dem Spiel nicht machen. Oh, also ich würde sagen, vielleicht dann bis morgen. Beyond the misery.